Empfehlung eines Trinkers. Trinkabenteuer von und mit Jörg Meyer. Mauro, bitte, nee. Kann ich dich kurz, also ist jetzt sehr unverschämt eigentlich, darf ich ihn kurz entführen vom Gespräch? Ja, natürlich. Weil wann, also ich weiß nicht, ob du das kennst, ich mache so einen Podcast, der heißt Empfehlung eines Trinkers. Ja. Da richten wir uns an Menschen, die eine Neigung zu gutem Alkohol haben und erklären ihnen ein bisschen so gute Empfehlungen oder Geschichten oder jetzt, genau. Wo wir diese einmalige Chance haben, dich hier zur Negroni Week als Gastbartender zu haben, habe ich eine Frage. Ja, bitte. Hallo. Hallo alle. Könntest du uns die Geschichte des Negronis erzählen? Natürlich. Negroni fängt an alles in 1919 ungefähr. Zwischen 19 und 21 war ein Graf Camillo Negroni in Florenz. Wo hat getrunken natürlich immer sein Americano in verschiedenen Bars in Florenz. Und ein Tag, er war in Giacosa Bar und er wollte ein bisschen, eine, bisschen Besonderes. Und er sagt, lass uns verstärken unser Americano mit Gin, weil er hat entdeckt Gin in London. Und er könnte nicht dieses Produkt. Und dann irgendwann die Kuriosität von den anderen Leuten war in der Bar. Die Moment ist weg, der Graf Camillo Negroni. Sie hat gefragt, ein Americano wie Negroni. Und 6 Monate später einfach die Leute marschieren in der Bar und sie hat gefragt, für einen Negroni. Und so ist geboren. Ich habe gehört oder gelesen oder auch vielleicht bei dir auf einem Workshop mal gehört, du machst ja tolle Workshops dazu, dass der Graf Negroni, das war ja ein sehr extrovertierter Typ. Richtig. Er war nicht natürlich ein normaler, er ist eine große Persönlichkeit natürlich als Graf, aber als Typ auch. Weil er hat viel erlebt und war in Amerika. Genau, er war lange in Amerika. In Amerika. Hat circa wie ein Cowboy gelebt, in der Farmer in Amerika, in der Country. Aber er war überall in der Welt und war ja ein bisschen eine besondere Person natürlich. Ich habe da auch gelesen, dass man gesagt hat, weil er so viel gereist hat. Er hat halt auch so einen Zugang zu Mixed Drinks, weil er in Amerika war, viel gereist ist und das auch so ein bisschen mehr verstanden hat als vielleicht die Europäer. Richtig, weil natürlich für uns auch als Italiener, Amerika war immer was Besonderes und war alles, was kommt aus Amerika, ist Highlight für die Italiener. Und deswegen damals, wie kann man vorstellen, in den 20er, wenn einer natürlich geht nach Amerika und entdeckte Mixed Drinks und kam natürlich zurück und hat angefangen mit seiner Fantasie zu spielen und irgendwas zu kreieren, wie die amerikanische natürliche Kultur, diese Mixed Getränke. Absolut. Du hast ja früher, also jetzt hast du ja gerade einen Schwenk gemacht, du hast ja früher die beste Negroni-Bar Deutschlands betrieben und jetzt machst du die beste Boulevardier-Bar, sozusagen. Ist das richtig? Richtig. Ja, hab ich gehört. Und du hast ja früher ein Menü gemacht mit in der Negroni-Bar, das ist ja ganz viele Negroni-Varianten, hast du richtig Research gemacht und gibt es einen Liebling? Ja, bestimmt, natürlich die Boulevardier und dann jetzt... Dazu kommen wir gleich, Negroni, erst Negroni. Genau, erst der Negroni natürlich, weil es ist der Origin von alle, der Twist von Negroni, was gibt's. Ich habe damals natürlich mit der Negroni-Bar, ich habe kreiert die erste richtige Liste von Negroni-Twist. Mhm. Ich habe kreiert und damals mit verschiedenen Spiritosen so ein bisschen probiert. Und Boulevardier ist fantastisch, weil wir sind in der French Quarter in München. Und natürlich habe ich gesagt, Boulevardier ist geboren in Paris. Und deswegen Wayne Axen, der Amerikaner Journalist, ist umgezogen nach Paris und damals hat eine Zeitschrift, hieß Boulevardier. Ja, genau. Und da war für die englischsprachige natürlich Tourist und war alles, was ist passiert in Paris, von Spektakel, Bars, Restaurant, hat gesprochen ein bisschen über alles. Und natürlich damals hat kreiert diese Cocktail in Harris Bar, in Danou, Saint Rue Danou. Und da damals in der Harris Bar hat kreiert, anstatt der Gin hat die Bourbon, er war Amerikaner und automatisch hat natürlich mehr Sympathie für die Bourbon oder amerikanische Produkte. Und ist es so, man sagt ja Negroni im Original gleiche Teile und Boulevardier ist doch immer doppelte Menge, oder? Bei Bourbon oder ist das falsch? Normal, wie ist geboren 1927 und wir sehen in einem Buch, war ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ah.
Dann natürlich. Meier-Rezept, das kann ich mir merken, weißt du? Okay. Weil natürlich ist. Ich sage ganz ehrlich, da gibt es nicht eine richtige Rezeptur. Die richtige Rezeptur ist, wenn ein Gast sagt, ich mag so oder trockener oder süßer oder mehr Bourbon. Und dann, wenn er ist zufrieden, das ist die richtige Rezeptur. Absolut. Aber was ist, also jetzt muss ich zwei Sachen fragen. Was ist, gibt es bei dir eine Lieblings-Negroni-Variante? Und wenn ja, welche und wie mixst du sie, die du am liebsten trinkst? Meine ist meine Kreation, der Mezcalito. Ich mag sehr gerne und der Tinto. Sind zwei Negroni verschiedene natürlich. Mezcalito ist mit Mezcal, rauchig. Rezept. Rezept ist 2 Cl Mezcal, 2 Cl Campari, 2 Cl Cinzano 1757 und 1 Cl Chinar. Und mit Schwarzsalz aus Hawaii an der Glasrand. Wow, und nehmen wir es noch rein, Zitrone, Orange, Zeste? Mit Orangenzeste. Hört sich sehr. Das serviert ihr auch, glaube ich, habe ich gesehen. Richtig. Muss ich gleich probieren. Und Tinto, was ist das? Tinto ist, ich nenne immer als Digestiv Negroni oder für Meditation Negroni. Weil. Das ist geil. Kalibrierungs Negroni, Meditations Negroni. Meditations Negroni, weil es mit Gin, Portwein und mit Campari. Statt die Wermut natürlich, wir nehmen diese Portwein Ruby. Oder Tony, besser Ruby vielleicht. Und hier, ich empfehle zum Trinken, natürlich, weil ich habe gesagt, es ist ein Digestiv, Dessert, Negroni und Meditation auch, mit Cantuccini. Cantuccini sind diese kleinen Kekse aus Toskana, Mandeln und so weiter. Sind perfekt, passt perfekt mit der Kombination. Aber wenn einer auch nimmt salzige Mandeln, zum Beispiel zu machen, die Kontrast ist perfekt auch. Und Tinto und Negroni, gleiche Teile? Gleiche Teile, mit genau wie ein Negroni, 2 Gin, 2 Campari, 2 Portwein und paar Dash Chocolate Bitter und, sorry, ich habe vergessen, die 1 Cl Creme de Cacao Braun. Ja, ist sehr schokoladig. Gut. Sehr gut, das gefällt mir sehr gut. Und Boulevardier, was ist dein Lieblingsrezept? Also welcher Bourbon wahrscheinlich so? Allora, ich nehme die 101 natürlich, es passt perfekt, die White Turkey. Und die Originalrezeptur, ein Teil oder ein Drittel passt perfekt. Und bei mir, weil die Boulevardier ist aged 3 Wochen in Fässer. Das bedeutet, es ist ein bisschen mehr Komplexität, wir haben ein bisschen auch Vanille, ein bisschen Rundgeschmack kommt raus, wir haben ein bisschen die Tannin von der Fass und macht was Besonderes, natürlich der Boulevardier. Sehr schön, cool. Ich würde sagen, jetzt können die Leute wieder zu Hause ein bisschen nachmixen, ein paar Mauro-Rezepte. Wenn man nach München kommt, dann bitte, heißt es Boulevardier Bar? Richtig, Boulevardier. In Heidhausen, in Kellerstraße 32. Täglich geöffnet? Täglich, im Sommer, wir sind geschlossen am Sonntag, Montag. Na gut, bist du katholischer Italiener? Ja. Ja, das erklärt alles. Okay. Also, wer in München ist, absolut empfehlenswert. Es gibt gute Drinks und wir trinken jetzt weiter. Oder vielmehr, du musst ja arbeiten, ich trinke. Genau. Sehr gut, ciao. Ciao, ciao. Alle weiteren Empfehlungen eines Trinkers finden Sie auf trinken.jrgmyr.net und dort finden Sie auch ein Newsletter-Signen und ich würde Sie bitten, gerade wenn Sie im Großbereich Hamburg wohnen, sich dort einzutragen, denn über die Newsletter spreche ich Einladungen zu Trinkveranstaltungen rund um Hamburg aus, denn lass es alle Theorie, es geht natürlich auch ein wenig um Praxiserfahrung. Bis dahin.